So, willkommen zu Project Cast bei mir, Folge 1, bei Andy Folge 35. Richtig. Ungefähr, so über den Daumen gepeilt. Und wir spielen heute erstmal ein Training, ein freies Training für die nächsten 15 Minuten mit, was sind das für eine Klasse eigentlich? GT? Ja, auf jeden Fall. Haben wir BMW 320 Turbo Group 5, Mercedes-Benz AMG Coupé DTM haben wir noch drin. Ich fahre einen Ford Saxby, den ich aber nicht zur Auswahl hatte. Okay. Und ich würde sagen, wir schmeißen uns jetzt hier mal ganz entspannt auf die Strecke. Vom Tuning halte ich mich erstmal fern. Das bringt eh nichts, wenn ich das Auto nicht kenne. Und wir haben hier einen links sitzenden Fahrer. Herrlich. So, wir haben hier verschiedene Kameraperspektiven. Oh, herrlich einfach. Geil. Du fahrst einfach nur mit einem dicken Grinsen hier rum. Ah, 9000 Touren, wusch. Bislang bin ich nur mit der Cockpit-Perspektive gefahren, mit der Außenperspektive noch nicht so. Ja, und schon drehe ich mich. Bei 50 Grammar. Das fängt ja gut an. Ich glaube, ich stelle mal wieder um auf Cockpit. So. Okay, die Reifen sind kalt. Ja. Unten rechts haben wir die Anzeige für die Reifen. Die sind jetzt blau, das heißt, sie sind kalt. Und ich drehe mich gleich wieder weg. Das ist ja ein Traum. Alter. Ja, und links hier. Position, Rennrunde, verbleibende Zeit, Rundenzeit und so weiter. Und oben rechts die Sektorenzeit. Man kann auch ein bisschen Krempel dazu einblenden, wenn ich den gerade hier finde auf dem Gamepad. Da, mit Kraftverteilung, Leistung, Drehmoment und so weiter. Doc hat dann auch so ein schönes Turbo-Zischen beim Schalten. Ja, er macht sich immer ein Bierchen auf. Eigentlich ist es jetzt schwachsinnig, so nah dran zu bleiben. Ich mach mal eben Abstand. So, und wir fahren Donington Park. Da dreht sich einer, Noob! Und ich habe mich auch wieder weggedreht. Okay, wir sind zunächst irgendwie vorhin, wie hieß das, Group B? Nee, Road B? Meinst du die Karts oder? Nein, das davor. Ja, Group B. Auf, ja, und da war ich mit dem C1 Evo, Lancer Evo X unterwegs und ging so. Er ist ein bisschen trickiger hier, weil er ein bisschen mehr über den Hintern rutscht. Und ich drehe mich schon wieder. Es ist ein Traum mit dem Wagen. Was für Verhalten haben wir? Nur ABS, ja? Ja. Gut. Bing und Bong fahren mit Lenkrad, ich fahre mit meinem guten alten Xbox-Controller. Oh, der Wagen schiebt aber auch nicht nach vorne. Die Strecke ist aber relativ einfach, wenn man sie kennt. Wenn man sie mal eine Runde gefahren hier ist, oder? Der Anfang ist ziemlich cool. Dann hab mal die bunte Knabberlinie an. Das, was ich bei Grid hatte, hat jetzt der Dog. Ja, das war aber keine Absicht, weil ich nicht mal wusste, wo das war. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach so abschalten kann irgendwo. Ohne rauszugehen. Kannst du mal schauen, weil die Runde ist jetzt eh von Arsch. Ich meine, du kannst dir das auch als Hotkey festmachen. Doch, da HUD-Layout. Nee, das ist. Wird. Eine? Achso, nee, dann kann ich nur das HUD jetzt direkt von Hand anpassen. Nee, das ist doof. Nein. Okay, also kann ich gerade nicht ändern, deshalb muss ich erstmal mit der bunten Linie weiterfahren. Also oh, den einen noch vorbeifahren? Ja, das ist wegen mir. Orgasmus pur. Komm rum. Oh, den. Ja, ich geb nicht mal Gas und der dreht sich weg. Achtung, Doc, ich komm. Oh, Kurve. Ich muss ja sagen, mit der Strecke bin ich überhaupt nicht vertraut. Ich hab die schon mal gehört irgendwo. Nein, nein, komm. Oh. Nice. Das Geile ist ja, was man ja bei Grid nicht machen konnte, du kannst einstellen, dass jeder... Oh, fick dich, Mann! Oh, scheiße, ich dreh mich schon wieder weg. Aber gute Ansage, Andy, war ich. Oh, Mann, ey, dass jeder dieselben Fahrhilfen hat wie du selber. Ja. Das war ein bisschen blöd, vor allem auch in der ersten Folge zum Beispiel, die ich gedreht habe. Da habe ich zum Beispiel jedem erlaubt, so zu fahren, wie er gerne möchte. Ich hab zwar trotzdem gewonnen, aber trotzdem hast du gemerkt, wie die rangekommen sind in gewissen Situationen. Das ist halt unfair. Fahr doch mal alle vorbei jetzt hier, Lappen. Oh, Brems! Ey, die Strecke gefällt mir mit dem Wagen. Das ist mega. Ich hab jetzt noch keine ungültige Rundenzeit bisher. Oh, ich echt nur. Und was mich wundert, meine Reifen sind grün, also von der Temperatur her. Oder so türkis. Wir müssen mal so einen Tooltip reingeben, weißt du? Und dann schreiben, wenn ihr überholt werdet, reiht euch rechts ein. Ja. Also wie beim Nürburgring. 3 Sekunden schneller als gerade eben an der Zeit, lol. Ja, bei Nürburgring, wenn du, also bei den Touristenfahrten kenne ich es jetzt. Die blinken dann rechts, dass sie wissen, dass der hinter dir weiß, okay, er kann überholen. Da hast du wieder ein bisschen Abstand.
Hast du das gerade auf der Geraden? Nee. Weiß ich nicht. Oh, guck mal, so ein komischer Zock-Erbude. Ah, bist du das? Hm, ich bin hinter dir. Ich bin Zweiter, obwohl ich 2 Sekunden schneller war als gerade eben. Versuche ich mal ein bisschen vernünftig zu fahren, obwohl ich das sage, fliege ich schon fast wieder aus der nächsten Kurve. Oh, da dreht einer quer. Schön. Kommt mir bekannt vor. Das war wahrscheinlich ähnlich, wie ich das denn gerade gehört habe. Nee. Ja, meins wird nicht sein. Ich habe keins. So, jetzt hier schön rum, dann müsst ihr die Station. Oh, das gibt's doch gar nicht, Mann! Schön, letzte Kurve dreht er sich weg. Oh, fuck, Mann! Und natürlich die nächste Rundenzeit ungültig. Das ist ein Dreck, Mann. Der hat so viel Power im ersten Gang, aber im zweiten verhungerst du. Oh, geht. So, jetzt ganz vorsichtig hier runterrollen. Alles ganz safe machen. Oder wie Andy sagt, Piano. Richtig. Apropos Piano, wir wissen nicht, wann der kommt. Ja, sein Key kam nicht an. Hier steht der nächste quer auf der Strecke. Obwohl ich sagen muss, mein Dings-Key kam auch nicht. Oh, du ein verdammter... Danke fürs Rammen, ihr Arschloch. Und deswegen ist meine Rundenzeit ungültig. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss dazu sagen, mein Key kam schon am 6., ne? Statt am 8. Ne, was ich eigentlich sagen wollte, dass mein, wie heißt DLC-Key, nicht ankam. Ich hab den Support jetzt angeschrieben. Und mal gucken, was kommt. Ich meine, ich kann mir jetzt sowieso keine DLCs holen, aber... Wäre ja nett, den trotzdem zu haben, ne? Da fehlt eigentlich Cinnamons Einwand, wieder mal DLC-Noob. DLC-Noob. So, Leute, jetzt aber. Nicht raus, nicht. Nein. Okay. So, wir haben noch 7 Minuten 50, also wir haben knapp die Hälfte schon geschafft vom freien Training. Nein! Mein erster Dreher. Lol, in Runde 4, da war er. Ja, nicht schlecht, so lange durchgehalten. Falsche Richtung. Oh, jetzt sind da so viele. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ich will mal einen Burnout machen, aber es geht irgendwie nicht. Ich bin einfach auf dem Pinsel. Und bis 120 dreht der erste Gang. Leck mich fett. Der zweite bis 170. Geil. Fährst du den BMW? Ja. Okay. Das ist so ein Traum. Ich fahr mit dem Grinsen im Gesicht, der Sound bombastisch. Ja, ich musste übrigens den Sound auf 40% runterdrehen, weil das wirklich extrem laut ist mit den Motoren. Und ich wollte ja wenigstens, dass man meine Homies hier mal ein bisschen hört im Let's Play-Video. Andererseits, ob die nur sabbeln oder nur man nur den Motor hört, das ist inhaltlich das Gleiche, ne? Richtig. Insbesondere, wenn Sempro anfängt. Das ist der Sempro-Filter. Oh, bremsen. Okay, der fliegt ab. Sehr gut. Hat er verdient, nachdem er mich vorhin gerammt hat? Nein! Noch Mann! Das war so gut, ey. Das ist so erstaunlich. Einer gerade hat sich vor mir gedreht. Er sieht, dass ich komme. Er ist mit Absicht dann wieder aufs Grün rausgefahren. Also er hat mich vorbeigelassen. Es gibt auch einige faire Spieler, muss man dazu sagen. Die wurden wahrscheinlich so oft selber gefickt, ey, dass sie genau wissen, was los ist. Ja. Das ist ein Rennspiel, hier fährt keiner fair. Hier holt sich jeder seinen eigenen Vorteil. Ich habe viele schon gesehen, die wirklich fair sind. Haben die sehen, du bist schneller, fahren dann rechts, bremsen, gehen vom Gas und lassen dich vorbei. Und wenn sie dich durchlassen, dann teilweise aber auch total behämmert. Nein! Oh, so ein Dreck. Ja. Ach, diese Passage hier kannst du so schön Vollgas fahren. Verdammt. Im zweiten runter und Vollgas in Rechtsknick. Oh, ehrlich. Ich finde das echt blöd, dass die nächste Runde, wenn du irgendwo rausfliegst, auch noch ungültig ist. Das hätten sie sich echt klemmen können. Ja, es ist ärgerlich auf jeden Fall. Wenn du einen rammst oder zerstörst, finde ich das in Ordnung. Aber dass du gleich zwei Runden verlierst wegen einem kleinen Rausrutscher, du musst ja nicht mal wirklich irgendwie einen Fehler machen. Es reicht ja, wenn du mit dem Reifen auf dem Rasen kommst. Vor allem, dann hast du nicht einmal einen Vorteil für die nächste Runde, wenn du den Fehler eigentlich machst. Aber du kannst ja auch nirgendwo richtig cutten hier, wo man dann sagen könnte, okay, das war ein so harter Cut. Ja. Das ist eine Strafe gerechtfertigt. Das finde ich ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie das in der Realität ist, aber das ist eigentlich auch so, wenn du rausrutschst, ist das halt ein Fehler. Die Runde wird gezählt, ist zwar scheiße, aber sie wird halt gezählt. Und das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Wenn du zum Beispiel
in der letzten Kurve eine Runde so ausholst, dass du dir einen Vorteil verschaffst, dann wird das natürlich annulliert. Aber ansonsten, wenn du da wirklich vier Kurven vorher so einen Abflug machst, ist scheißegal, ey. Oder wie beim Mount Panorama beispielsweise, da hatten wir gerade eben schon das Problem. Ich komme nicht auf Platz 1, Mann. Was hat denn der für eine Zeit hingelegt? Ich war gerade wieder eine halbe Sekunde schneller als meine vorherige. Echt eine gute Zeit hingelegt, der Typ. Ich frage mich, wo ich Zeit liegen lasse am Asphalt. Ist einer vor mir. Ich habe mich mal ein wenig gedreht. Ich glaube, du kannst ja mit immer aber auch verdammt früh aufs Gas treten, wenn du in der Kurve bist. Aber ich traue mich das noch nicht so richtig. Ah, oh, das war zu viel Gas, definitiv. Kommt jemand? Ja. Warum wird die Rundenzeit nicht gezählt? Doch, jetzt. Aber erstmal aufregen. Alter, der Typ ist eine 1,27 gefahren. Welche habe ich? 1,33, ich habe eine 1,34. Wie bitte? Lord. Er ist eine 1,27 gefahren? Ja. Mit welchem Auto? Warte, Mercedes-Benz AMG C Coupé DTM. Ah. Oh. Das ist das DLC-Fahrzeug, was auch in der Gruppe reinkommt. Ja, da hast du keine Chance. Ja, ist doch scheiße, wenn der so was fahren kann hier. Was soll das denn? Das ist das aktuelle DTM-Fahrzeug, Mann. Aber DLC-Fahrzeug, oder? Ja. Ja, komm, das ist ein Pay-to-Win oder was? Das gleiche wie mit dem F1, wie der auf der Geraden abgeht. Pay-to-Win oder was? Und wie heißt das? Pay-for-Win? Nee, Pay-to-Win. Pay-to-Win, ja. Ey, das ist doch auch scheiße. Boah, dreh dich doch nicht. Was ist denn das schon wieder von der Kacke? Der nächste fliegt auch ab. Kein Wunder, dass ich da nicht rankomme, Alter. Ich denke mir schon, ich fahre hier eine Hammerzeit nach der anderen, lass wirklich nirgends irgendwie Zeit liegen. Oder so eine Hammerzeit, dass ich meine eigene um 7/10 verbessert habe, du auf dem dritten Platz bist. Ja. Mann, bist du ein Noob. Du hast ja schon ein bisschen mehr Spielpraxis als ich, ja? Du hast ein bisschen mehr Spielpraxis als ich. Ja, du hast ja die Beta durchgespielt. Weißt, er will es ja nicht wahrhaben. Er hat die Beta durchgespielt. Hab ich aber. Ja, aber gut, aber ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass das Fahrverhalten komplett anders ist. Ja, trotzdem hast du schon mal ein bisschen Gefühl gekriegt. Ich halt ja, eben nicht. Boah. Das kann ich nicht wieder. Da kann ich nicht widersprechen. Ich höre hier nur Mimi, 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 Mimi. Alter, einziehen. Aber warum der das scheiß DTM-Fahrzeug haben kann, das ist natürlich. Das ist unfair. Das ist unfair. Da kannst du ja keine Schnitte haben, also mit so einer Karte. 6 Sekunden, Alter, da kannst du eigentlich gleich nach Hause fahren. Du bist doch Host, kannst du den nicht einfach rausschmeißen? Übrigens da noch der obligatorische Cinnamon-Rotze. Ah, nee. Wirklich? Ja. Scheiße. Fuck off. Für die, die es nicht kennen. Langsam am Wagen vor mir. Oh, komm, ey. Fick dich doch. Nicht drehen. Oh. Da macht einer Donuts, Alter. Wie geil. Ich habe mich ablenken lassen. Jetzt bin ich rausgerutscht. Da dreht einer mit in der Kurve Donuts. Weißt du, sowas könnte sich eigentlich schon wieder rausgeschmissen. Ja, Andy, genau. Greif zu. Wichser, ey. Und greif durch. So, jetzt diesmal bitte nicht rausfliegen. Dankeschön. Ja, der mit dem DTM-Fahrzeug, das ist echt so schlecht. Boah, oh ja, dreh dich wieder weg. Was ist denn das für ein Unsinn, Alter? Du rollst da vor dich hin und drehst dich immer weg. Ich will mal Doc sehen, Alter. Ich will mal Doc sehen jetzt. Die sind so empfindlich, die Wagen mit der Steuerung. Wenn er anfängt zu rutschen, du denkst gegen ist eigentlich das Dümmste, was du machen kannst. Ich warte jetzt mal in der rechten Knick und komm mal. Vorletzte Kurve, Doc. Warte ich auf dich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich glaube davor, ja, kann sein, dass du der Rote da bist. Also jetzt geht's gleich nach links. Ach nee, nach der rechts. Bist du, ja, okay. Bist du das? Ja, ich komme hier gerade um die Kurve. Okay. Ich trenne mich mal mit ein jetzt. Ob ich denn mal raus in Touren kommt, Alter. Jetzt zieht wirklich erst am 7000 Touren, zieht der richtig. Am 9000 pusht er nochmal richtig hart rein. Ja, ich hätte gerne noch eine Rundenzeit mal aufs Parkett gelegt, aber. Dieser unnötige Dreh, du schaffst die Kurve einmal optimal, ne, und dann auf der Geraden, wupp, wupp, weg. Komisch, steh ich nicht. Ah, scheiße. Aber gut, so ist das halt mit also zwei mit DTM-Fahrzeugen. Du hast einfach keine Chance in den Kurven. Ja, dann hau die raus.
fertig. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Lol, ich bin noch Vierter geworden. Lol. 5 Sekunden, also ich hätte locker noch eine Sekunde schneller fahren. Ja, Sekunde vielleicht nicht. Aber so 7 Zehntel könnte hinkommen. Ja, hier sind einige mit dem AMG CQP DTM drin. Ja. Sind ja, nicht nur vorne. Das sind 6 Stück. Das ist scheiße, dass sowas geht. Online-Lobby. Oh, hier kannst du die bestimmt irgendwie kicken. Ja, mach mal hier so. Ja, ja, für Ausschuss abstimmen. Warte mal, wer war das? Wie geht denn das jetzt hier? Hallo? Ja, auf die Leute draufklicken mit Linksklick und dann kannst du entscheiden. Okay. Wer war der Erste? Wie hieß denn der Typ? N1 Fool. Ich seh den gerade nicht. Auf Platz 13. Ah, da. Ah, da. Ausschuss stimmen. Aber Andy ist doch der Host, der müsste ihn auch so kicken können, oder nicht? Nee. Das ist doch doof.